Mädels und willkommen aus Speed Shop. Heute feiern wir mal einen stillen Helden. Wer ist ein stiller Held? Fragt ihr euch. Und bevor dieser stille Held hier runterfällt, wäre auch ein geiles Geschenk, ne? Von euch danke auch dafür nochmal fürs Fahrwerk hier. Folgende Geschichte. Wir haben ein Fanpaket bekommen von Marcel, ne? Der Roadrunner 123, und ich putze mal in die Linse, warte. Der hat mir so eine Kiste hingestellt, ne? Wie ein Jumpcut. So, nochmal. Hier, Marcel, Roadrunner 123. Hat mir ein Paket zukommen lassen. Was heißt zukommen lassen? Er hat sich zugeschickt. Er hat es hierher gebracht. Er war halt beim Community-Treffen und hat gesagt: Komm, Max, ich habe noch was für dich. Vielleicht kannst du es ja gebrauchen. Ne? Gut, das ist jetzt ein Riesenpaket, ist aber nicht schlimm. Ich will das trotzdem mal zeigen. Die Kiste ist auf jeden Fall riesig. Ne? Weil ich finde, er hat es verdient. Er hat mir letztens noch eine Kommentare geschrieben, was er vergessen hat. Ich denke: Oh, Scheiße, er hat wirklich vergessen. Komm, fangen wir an. Hier haben wir einen Ölfilter. Ein ziemlich langer Ölfilter. Für welches Auto ist dieser lange Ölfilter? Wer kennt das? Das ist VW. Müsste auch 1,3er NZ passen, aber hauptsächlich für meinen Golf 1. So einen Filter hat der auch. Ne? Danke dafür, Alter. Dann haben wir so ein bisschen Kleinkram. Haben wir da hier einen Kleinfilter, einen Ölfilter, glaube ich. Oder war das ein Ölfilter? Ich bin nicht mehr ganz sicher. Bin ja gerade im Aufräumen hier, deswegen kam ich ja gerade auf ihn. Das ist auch ein VW-Filter. Ich weiß gar nicht, für welchen Motor der ist. Der ist ein bisschen kleiner. Auf jeden Fall brauchen wir die auf jeden Fall. Ne? Ist halt schön, weil Leute wie euch, von euch, was auf dem Dachboden liegen haben, was wir hier brauchen können. Und ich kann ja alles hier brauchen. Ihr kennt mich ja. Guck mal, hat er da was Besonderes besorgt? Hier, Relax Fit Work Door, das ist hier aus hier von Dingsen, das ist glaube ich eine Luftmatratze. Können wir dann ein Zelt gebrauchen beim Roadtrip. Ne? Wir haben dann hier nochmal einen uralten Radmotorschlüsselsatz. Der ist leider noch nicht so ganz alt, dass er ins Museum kommt, aber der ist auf jeden Fall schon mal, ich sag mal, der kommt in Benutzung bei uns. Den kann man so auch verlängern, der ist teleskopierbar, also ein ganz geiles Ding. Ne? Kommt auf jeden Fall bei mir jetzt in Betrieb. Ja, dass das 80er jetzt gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich jetzt ins Lager, also ins Museum gepackt, aber das ist gerade noch so ein Zwischending, das passt. Und ich brauche sowas auch. Ne? Was haben wir hier? Alpin Qualitätsprojekt, Radmotor und Schlüssel, aus die Berbis, einen halben Meter ungefähr hier. Ne? Passt, geiles Ding. So, haben wir noch eine Warnweste. Ey, sind hier nie weg, ihr wisst das Problem, ich habe sehr viele Autos und habe sehr wenig Warnwesten. Sieht man hier, ich habe noch eine Warnweste hier auf Lager und das war's. Ne? Ich habe hier mal was liegen, aber momentan gehen die mir ziemlich aus. Auch danke dafür, Schatzi. Was haben wir denn noch hier schön? Das müssen wir mal im Rennen führen. Ein Knubbel, Kreuz, ein Knubbelschlitz. Warum so kurze Dinger? Ganz einfach, die sind sehr, sehr gefragt. Die brauchst du öfters, wenn du Vergaser einstellst und sowas und ganz wenig Platz hast, sind die echt nicht schlecht. Ich habe tatsächlich einen Schlitzknubbel, habe ich, aber ich habe keinen Kreuzknubbel mehr. Da hat er schon groß mit geholfen. Was haben wir noch? Hier haben wir einen Adapter von AUX. Ne, das hier ist AUX. Auf diese hier Dingsenstecker, ganz einfach. Da kann man diese. Ich habe hier auch so ein Ding in meiner Anlage hinten dran. Sieht man das hier? Da hinten, das eine Kabel. Die beiden Kabel da. AUX und dann gehen die in dieses Kabel rein, mit hier mein Handy steckt. Ne? Kleinraumkabel, zack, von da aus rüber. Ne? Danke dafür, weil die sind auch ganz schwer zu kriegen teilweise. Wenn man gar nicht weiß, was man sucht. Und ich weiß ja, ich bestelle ja so wenig von dem Internet. Ich suche ja immer wirklich. Was ich halt kaufe, ich suche das, bis ich es gefunden habe. Oder halt kriegst von euch. Ne? Und hier ist das Gegenstück. Hier ist nochmal das gleiche. Da hinten, nochmal so ein AUX-Kabel in Lacken. Ja, geil. Ne? Und eine sehr schöne Kiste. Weil diese Kisten, die sind Gold wert. Vor allem diese doppelwändig sind wie diese hier. Weil die kann man immer schon hier hinten reinpacken. Weil sie können unseren Scheiß darin lagern. Ne? Auch immer gut. Ganzen, pass mal auf. Ich sage jetzt, was ich meine. Seht ihr, wie sehr ich euch ehre. Guck mal hier. Fast alle Fanpakete, die ich bekommen habe von euch. Fast alle. Sind ein paar kleine Kisten weggeflogen. Liegen hier noch. Guck mal, das sind Kisten. Alles alte Fanpaket-Kisten. Ich habe ja schon ein Fanpaket-Lager rausgemacht. Die Kisten sind übrigens alle leer. Das ganze Zeug ist eingelagert. Bestes Beispiel, wenn ihr jetzt hier reinguckt. Ihr seht, ist nichts mehr drin. Hier ist nichts mehr drin, nur auch alte Kisten, ne? Und die ist sicher und Zeug. Weil das ist nie weg, sowas. Ich nutze sowas immer weiter. Gut, ich werde halt ein paar aussortieren. Wie sowas halt. Das kannst du nicht nutzen in der Halle als Lager. Aber, ne? Nein dazu. Kommt nichts weg von euch. Gut. Frohe Weihnachten, Marcel. Ich danke dir. Und hier, ja, dann bis zum nächsten Mal, ne? Und so. Ja, Fahrrad und munter. Haut rein. Ciao. Thank you.
Okay.